Universitätsmedizin Rostock auf MV1. Gesundheit fördern, erhalten, wiederherstellen. Unsere Hand ist ein kompliziertes Gebilde. Damit sie funktioniert, müssen Sehnen, Nerven, Muskeln und Gelenke zusammenspielen und das auf engstem Raum. Daher können Verletzungen oder auch Erkrankungen zu erheblichen Funktionseinschränkungen führen, mit oft dramatischen Folgen für die Betroffenen. Für Enrico Medved hätte ein Unfall fast das Ende seiner Schornsteinfegerlaufbahn bedeutet. Er ist Herr über Rostocks Dächer, Schornsteinfegermeister Enrico Medved. Dass er sich dabei voll auf seine Hände verlassen kann, ist für ihn nicht selbstverständlich. Seit Freitag, dem 13. im August 2010, als ein Arbeitsbesuch bei seinem Kollegen in Bad Doberan für ihn zum Schicksalstag wird. Und beim Rausgehen fragte er mich noch irgendwas nach Feuerstättenbescheiden und so, bin ich nochmal zurückgekommen und hatte mich beim Reden auf seine Tischplatte gestützt. Und die hat meine 80 Kilo nicht ausgehalten, sondern sie ist in dem Moment kaputt gebrochen. Und ich bin in diesen Glastisch reingefallen. Und um mein Gesicht zu schützen oder wie auch immer, habe ich die Hände genommen und habe mir beide Hände aufgeschnitten. Mein Kollege hatte zum Glück einen Tag vor dem Verbandskasten angebracht und hatte dann gleich einen Druckverband gemacht und hatte mir den Arm dann abgeschnürt, damit das nicht weiter blutet. Und dann sind wir natürlich die ganze Wohnung gelaufen, um nachher letztendlich im Bad zu landen, wenn man auf den Krankenwagen gewartet hatte. Von der Anatomie habe ich natürlich auch keine Ahnung. Es guckten hier weiße Sachen raus. Ich dachte, ich hätte einen Knochenbruch oder sowas. Und ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich auch keine Schmerzen hatte in dem Moment. Kein Knochenbruch, sondern komplizierte Nervenverletzungen. Das stellt man im Krankenhaus Bad Doberan fest. Ein Fall für den Spezialisten. Also geht es weiter in die Handchirurgie der Rostocker Unimedizin. Ich muss es nur einmal so grob untersuchen, damit wir sehen, was wir alles versorgen müssen. Man braucht ja Enrico Medved hat kein Gefühl in den Fingern der linken Hand und kann sie bis auf den kleinen nicht beugen. Das ganze Ausmaß der Verletzungen zeigt jedoch erst der Blick durch das Mikroskop bei der fast vierstündigen Operation. Also an der rechten Hand waren recht oberflächliche Wunden an den Fingern, die haben wir mit Nähten versorgen können. Und auf der anderen Seite hat eben tiefere Schnittverletzungen am Unterarm. Wir haben alle Beugesehnen nähen müssen, die Finger und das Handgelenk bewegen. Den Mittelnerv, der war leider auf mehreren Etagen verletzt, sodass man ihn nicht mehr nähen konnte. Und wir mussten ein Stück Nerv aus dem Unterschenkel entnehmen und dazwischen machen. Schon nach wenigen Tagen sind die großen Verbände entfernt und die langwierige Nachbehandlung beginnt. Damit die genähten Sehnen weder reißen noch verkleben, wird diese spezielle Schiene angepasst. Wichtig ist, dass Sie mit diesen Zügeln auch üben. Wenn die Finger jetzt immer so runtergezügelt sind, dann hilft Ihnen die Schiene gar nichts. Das heißt, Sie müssen in jeder Wachenstunde 10-mal die Finger strecken gegen den Widerstand dieses Zügels. Und der führt es dann wieder runter. Und wenn Sie schlafen, dann machen Sie die Zügel ab. Und dann kriegen Sie noch einen Klettverschuss von Herrn Kranz, damit die Finger hier in Streckstellung oben fest sind. Ne? Nicht, dass sie hinterher so eine Krallen haben. Gut, und das für 6 Wochen. Danach ist er noch fast ein ganzes Jahr krankgeschrieben. Ich konnte eigentlich gar nichts, nicht greifen, nicht fühlen. Und das musste ich alles wirklich wieder lernen. Ganz schlimm. Wie gesagt, ich habe sehr gerne Sport gemacht. Und das war noch erstmal gestrichen. Und ich bin alle 2 Tage zur Ergotherapie gegangen. Und dort wirklich eine Stunde rumzusitzen, um irgendwelche Körbe zu flechten und Halma-Spiele zu machen. Aber letztendlich ist es ja wichtig für die Heilung, habe ich mir gedacht, weil ich wollte meine Hand ja wieder haben. Ne? Aber das war für mich nicht einfach, sagen wir mal so. Genau, also wenn ich hier klopfe. Regelmäßig muss er zur Kontrolle in die Handchirurgie. Kraft und Gefühl kommen nur langsam zurück. Die wiedererwachende Sensibilität ist oft auch mit Schmerz verbunden und noch lange bleibt der Alltag eingeschränkt. Also der Nerv ist auf der Höhe verletzt, da sind die Nerventransplantate dazwischen gekommen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Gefühl 1 Millimeter am Tag vorwächst, dann kann man sich ja ausrechnen, wenn man misst, wie viele Zentimeter das sind, wie lange das braucht, bis hier wieder Gefühl da ist. Vollständig ist das Gefühl nicht zurückgekommen. Er kann nicht alles greifen und muss beim Umgang mit heißen Gegenständen vorsichtig sein, da er nicht spürt, wenn er sich verbrennt.
Aber seit fast 2 Jahren ist Enrico Medved nun wieder als Schornsteinfegermeister voll im Einsatz, dank Operationen und individueller Nachsorge. Er weiß es sehr zu schätzen, wieder Herr über seine Hand zu sein. Enrico Medved hatte Glück im Unglück. Er kann seine Hand wieder bewegen und nutzen, weil er hier in der Handchirurgie der Universitätsmedizin versorgt wurde. Frau Dr. Wichelhaus, Sie sind die Leiterin dieser Fachabteilung hier im Haus. Was ist für Sie denn das Besondere an der Handchirurgie? Die Handchirurgie befasst sich mit der Versorgung besonders kleiner Strukturen, oft auch unter optischer Vergrößerung wie mit dem Operationsmikroskop, was hier neben mir hängt, sodass man auch kleinere Strukturen anatomiegerecht wieder versorgen kann. Herr Medved wurde ja auch mit Hilfe dieses Mikroskops operiert. So konnten die Nerven genäht und sogar transplantiert werden. Warum war diese Transplantation denn notwendig? Er hatte sicher Schnittverletzungen durch mehrere Glasscherben beim Sturz durch diesen Tisch zugezogen, sodass der Mittelnerv, der Nervus medianus, auf mehreren Etagen verletzt war und man ihn nicht mehr primär nähen konnte. Deswegen mussten wir Transplantate vom Unterschenkel dazwischen setzen. Nun ist es ja nicht die Operation und die Krankenhausbehandlung, die dann bei so einer Verletzung viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern die Nachsorge. Welche Rolle spielt denn die Nachbehandlung für den Behandlungserfolg? Also gerade im Fall von Enrico Medved ist sie fast noch wichtiger als die Operation selbst, weil selbst eine gut ausgeführte Operation zu schlechten Ergebnissen führen kann, wenn nicht vernünftig nachbehandelt wird. Also Herr Medved muss sich auf eine Nachbehandlungszeit von fast einem Jahr oder sogar noch mehr einrichten, braucht Krankengymnastik, Ergotherapie, also spezielle Physiotherapie für die Hand, um auch die Sensibilität wieder zu erlernen. Kommen solche Verletzungen denn tatsächlich häufiger vor? Jetzt in dem Ausmaß nicht täglich, aber ja, sind relativ häufig, zumal in Mecklenburg-Vorpommern ja auch ganz viel mit Kreissägen gearbeitet wird. Wie verhalte ich mich denn nun bei so einem Unfall? Wir haben gerade gesehen, der Kollege hat den Arm abgebunden, hat einen sterilen Verband angelegt. Ist das richtig? Als Ersthelfer kann man das machen. Der Rettungsdienst wird dann das Abbinden gegen einen Druckverband austauschen. Steriler Verband ist auf jeden Fall richtig, also die Wunde abzudecken. Aber man verblutet nicht aus Wunden aus der Hand oder am Unterarm. Das ist ja auch das Problem, was viele Selbstmörder haben. Wenn man einmal quer die Arterien durchschneidet, verblutet man nicht daran, weil die Arterieninnenwand sich einrollt und damit die Blutung stoppt. Also wichtig wäre der sterile Verband und schnell ärztliche Hilfe rufen. Genau. Wie ist es denn im Fall von einer Amputation, also wenn ich mir den Finger oder die Fingerkuppe abschneide? Das Amputat, wenn es denn zu retten ist, sollte mitgebracht werden in die Klinik. Und da hält der Rettungsdienst natürlich auch spezielle Amputatbeutel vor, in denen das korrekt gekühlt werden kann. Kühlen ist gut, aber besser als jetzt zum Beispiel einen abgetrennten Finger während des Wartens auf den Rettungsdienst in den Gefrierschrank zu legen, ist es, ihn nicht zu kühlen. Man soll ihn auch nicht in Wasser schwimmen lassen, soll trocken gekühlt werden. Nun ist es klar, bei so schweren Verletzungen muss ich zum Arzt gehen, aber nicht immer ist ja zu sehen, ob die Verletzung schwer ist. Was sind denn deutliche Symptome, dass ich mit meiner Handverletzung zum Arzt muss? Also eine arterielle Blutung, also wenn es wirklich spritzend blutet, pulssynchron, damit würde ich schon mal eher zum Arzt gehen. Wenn man merkt, dass man einen Finger gar nicht mehr beugen oder strecken kann, dann ist das ein Hinweis für eine Sehnenverletzung oder wenn Gefühlsstörungen vorliegen. Also wenn man sich zum Beispiel am Zeigefinger schneidet und merkt dann die Fingerkuppe nicht mehr, dann sollte man schon zum Arzt gehen. Werden in der Handchirurgie ausschließlich Verletzungen behandelt? Nein, wir behandeln auch andere Erkrankungen der Hand, die von selbst entstehen oder angeboren sind. Und die dann auch zu Funktionsstörungen führen. Genau. Solche Sachen können dann ja auch ambulant behandelt werden. In den meisten Fällen schon, je nach Allgemeinzustand des Patienten. Und wie das aussieht, sehen wir uns jetzt an. Ja. Ja, das stimmt. Seit Jahren schon arbeitet Andrea Finke als Kosmetikerin. Erst vor kurzem hat sie den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ausgerechnet jetzt lassen sich die Beschwerden an der rechten Hand nicht mehr ignorieren. Ich muss mal unterbrechen, Frau Kupski, so ist es mit meiner Hand nicht so ganz gut. Die Hand schläft laufend ein, nicht nur nachts, sondern auch hier bei der Arbeit, dass ich eben sie auch oft ausschütteln muss und gerade wenn ich die Hände auch so hoch nehme
Und mein Mittelfinger ist eben so ein Springfinger, also den kriege ich oft gar nicht gerade, der tut auch weh. Deswegen habe ich mir schon angewöhnt, hier die Behandlung in der Massage, eben den Mittelfinger, wo der eigentlich eingesetzt werden müsste, dass ich mir der andere Finger suche und das dann auch hoffentlich gut hinkriege. Ja, und das ist eben sehr nervig, dass man da andauernd Schmerzen hat. Ne? Die Vermutung, dass eine Erkrankung der Halswirbelsäule dahinter steckt, bestätigt sich nicht. Auch Cortisonspritzen helfen nicht wesentlich. Ihre Hausärztin überweist sie deshalb an die Handchirurgie der Universitätsmedizin Rostock. Schnell wird hier klar, dass zwei verschiedene Ursachen hinter den Beschwerden stecken. Das anhaltende Kribbeln und später auch Taubheitsgefühl in den Fingern, vor allem nachts, sind ein Hinweis für das sogenannte Karpaltunnelsyndrom. Typisch dafür ist auch, dass der kleine Finger nicht betroffen ist und der Daumen immer schwächer wird. Der neurologische Befund bestätigt die Vermutung. Also, was Sie mit größter Wahrscheinlichkeit an der Hand haben, durch dieses Einschlafgefühl, das kommt durch eine Erkrankung, die nennt sich Karpaltunnelsyndrom. Der Karpaltunnel ist ein Kanal, durch den die Beugesehnen und der Mittelnerv laufen müssen, der die ersten 3,5 Finger mit Gefühl versorgt. Und wenn der dort eingeengt ist, zum Beispiel dadurch, dass die Beugesehnen mehr werden oder sich dieses Dach verdickt, dann kommt es eben zu diesen Missempfindungen. Das schmerzhafte Schnappen und der zunehmende Kraftaufwand beim Beugen des Mittelfingers haben noch eine andere Ursache. Frau Dr. Wichtelhaus spricht vom schnellenden Finger. Die Beugesehnen werden am Knochen unten gehalten mit diesen sogenannten Ringbändern. Und wenn eines zu eng wird, dann sieht man, dass er hier auch aufgezeichnet kann, die Beugesehne nicht mehr gleiten. Und die muss ja am Knochen entlang gleiten, damit der Finger streckbar ist. Immer mehrere Möglichkeiten. In einer Operation soll nun das betreffende Ringband durchtrennt und auch das Dach des Karpaltunnels gespalten werden. Ein Eingriff, der ambulant durchgeführt wird. Andrea Finke hat einen Termin vor den Feiertagen gewählt, um auf Arbeit nicht zu lange ausfallen zu müssen. Nüchtern hat sie sich morgens im ambulanten OP eingefunden. Operiert wird unter örtlicher Betäubung. Die offene Karpaltunnelspaltung ist das Standardverfahren, um mit einem kleinen Schnitt wieder Platz für den eingeengten Mittelnerv zu schaffen. Je eher das geschieht, umso größer sind die Chancen, dass sich der Nerv wieder vollständig erholen kann. Auch das Ringband, das für den schnellenden Finger verantwortlich ist, wird gekappt. Der gesamte Eingriff ist Sache von Minuten, verlangt jedoch hochpräzises Arbeiten, damit kein Nerv verletzt wird. Andrea Finke erholt sich nach der OP noch einige Stunden im Aufwachraum, bevor sie abgeholt wird. Habe ich gut erlebt, weil ich habe ja alles so mitgekriegt, aber der Arm war ja betäubt, also Schmerzen habe ich gar nicht gehabt. Und Vollnarkose war es eben auch nicht, da hätte ich sonst sicher meine Schwierigkeiten. Und mir geht es eigentlich richtig gut. Jetzt durfte ich hier ja noch 4 Stunden liegen, habe Hunger, habe Durst und ich werde jetzt gleich abgeholt, allein darf ich eben nicht nach Hause. Bis sie wieder arbeiten kann, wird es jedoch noch etwas dauern. So, morgen kommen Sie bitte um 10 Uhr noch mal in die Poliklinik. Da machen wir einen Verbandswechsel. Der wird dann deutlich dünner gemacht als heute. Wahrscheinlich können wir schon auf Pflaster wechseln. In 10 bis 14 Tagen werden die Fäden entfernt, je nachdem, wie die Wunde heilt. So lange können Sie nicht arbeiten. Und danach wird Physiotherapie notwendig sein. Die Kosmetikerin beginnt schnell wieder zu arbeiten. Das ist für sie die beste Therapie. Sie ist froh, dass sie sich für die Operation entschieden hat. Das hat sich gelohnt. Ich sehe es jetzt an meiner linken Hand, wo auch alles wieder anfängt, dass die Hand einschläft. Und rechts ist es überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr. Natürlich musste ich Geduld haben, ja, das fiel mir auch schwer. Aber es hat sich gelohnt, muss ich sagen. Und mit der linken Hand habe ich es eben auch noch vor. Passen Sie auf sich auf und nehmen Sie Beschwerden nicht einfach hin. Oft können schon ein kleiner Eingriff und die richtige Nachsorge Abhilfe schaffen.